Ja, und damit sage ich wieder Hallo und ein herzliches Willkommen zurück bei uns auf der Insel. Heute war ja die Abteilung Tourismus dran. Und dafür bauen wir jetzt hier als erstes unser Hüttendorf. Sofern sich einer von unseren Bauarbeitern dazu bequemt, sich hier blicken zu lassen. Ich mache das Ganze jetzt mal einmal ein bisschen schnell. In der Hoffnung, dass bald einer auftaucht. Vielleicht hätten wir auch hier vorne noch. Oder beziehungsweise das machen wir eigentlich jetzt gleich. Wir stellen hier mal noch ein zweites Baubüro hin. In der Hoffnung, dass es dann in Zukunft schneller geht. Vielleicht auch gleich Baracken. Weil ich davon ausgehe, dass so ein Feriendomizil auch Angestellte braucht. So, dann entsteht hier unser Hüttendorf. Und als nächstes braucht man dann noch einen schicken Aussichtspunkt, der im Idealfall, was? So, ja, ja klar, auf der Insel aber natürlich. Ich glaube, wir machen den jetzt hier gleich daneben, dass man dann da aufs Meer schauen kann. Dann können wir nämlich hier dekorieren. Vielleicht gilt das dann gleich für beide. Sonst nicht so weit weg von. Ja, die fahren zumindest hier zum Baubüro. Das ist gut, weil dann ist das jetzt hier nämlich schon mal fertig. Mit ein bisschen Glück kann man dann hier auch gleich Leute, die auch perfekt. So habe ich mir das vorgestellt, das geht ja wie am Fließband. Dann bauen die uns hier die Baracken und dann geht es gleich weiter zum Aussichtspunkt. So wäre zumindest mein Plan. Die fahren jetzt erst einmal ganz wohin. Woanders hin. Und wir haben jetzt zum Glück auch hier schon mal einen und der fährt jetzt zum Aussichtspunkt, richtig. Sehr gut. Okay, was mir jetzt hier nicht ganz so gut gefällt. Jetzt ziehen wir noch so ein Mietshaus hin. Ist zwar jetzt auch nicht super schön, aber besser als so Baracken da. Hoffen wir, dass da keine Obdachlosen sind. Nee. Passt. So, die zweite Voraussetzung, damit Touristen eine Reise nach Tropico buchen, ist ein passendes Transportmittel. Touristen werden nicht auf gewöhnlichen Frachtern reisen, sondern per Schiff bei der Hafenanlage für Touristen
oder per Flugzeug am Flughafen eintreffen. Der ausgewählte Arbeitsmodus dieser Gebäude begrenzt die Anzahl und den Wohlstand der Touristenfamilien, die pro Fahrzeug ankommen können. Jetzt gerade dann bauen wir einen Touristenhafen. Müssen wir das Ganze auch noch mit einem Sträßlein verbinden. Schauen wir mal, ob das bis dahin reicht. Wir verschwinden auf jeden Fall schon mal in die Hütten, obwohl das hier noch gar nicht fertig ist. Kann auch nicht so ein schlechtes Zeichen sein. Kaserne. Schauen wir gerade. Kann man ja hier noch muss. Aber ein Versuch war es wert, dass wir hier neben den komischen Wohnkomplex noch einen Park setzen. Aber vielleicht braucht es ja auch gar nicht. Wer weiß das schon? Und warum haben wir jetzt hier zwei Bauarbeiter und es passiert nichts? Schneller. Okay, dann müssen wir nur noch das Gerüst abreißen. Und dann wird auch hoffentlich schon bald das erste Schifflein hier angefahren kommen. Ich
Touristentypen. Es ist soweit. Die ersten Touristen kommen bald mit dem nächsten Touristenschiff an. Touristen unterscheiden sich kaum von ihren eigenen Bürgern. Ihr Wohlstand liegt mindestens bei gut situiert. Sie haben nur zwei Zufriedenheitsaspekte, Unterkünfte und Unterhaltung. Jeder Tourist verbringt nur eine begrenzte Zeit auf Tropico und wird abreisen, sobald diese Zeit um ist. Dementsprechend möchten Touristen so viel wie möglich aus ihrem Urlaub herausholen. Allgemein lieben Touristen die Vielfalt und werden gelangweilt, wenn sie immer wieder dieselben Attraktionen besuchen. Außerdem gehört jeder Tourist einem von mehreren Typen an, die bestimmte Unterkünfte oder Attraktionen bevorzugen. Alles klar. Dann schauen wir mal. Das könnte doch so ein Touristenschiffchen sein. Kann man leider nicht anklicken. Aber es sieht nicht nach einem Transporter aus. Dann warten wir jetzt einmal, bis das Schiff hier um die Ecke biegt. Und hier zielstrebig unseren Hafen ansteuern wird. Den wir uns genauer anschauen können. Und dann nehmen wir doch den Sam Williams. Ich will braun werden. Ich will braun werden, wa? Oh, Wonne weckt mich auf, wenn es Zeit fürs Bett ist. Ja, den Gedankengang kenne ich. Allerdings muss ich dazu nicht im Urlaub sein. Das kann ich das ganze Jahr. So, Touristenindex. Jeder Tourist bewertet seinen Urlaub auf Tropico. Die Bewertung basiert auf dem Niveau der Unterkünfte und der Unterhaltungszufriedenheit, modifiziert durch die Vielfalt und die spezifischen Geschmäcker seines Touristentyps. Je besser die Bewertung, desto mehr Touristen werden Urlaub auf Tropico machen. Touristenbewertungen können sogar von der Politik beeinflusst werden, da einige Verordnungen und Verfassungsoptionen Tropico für die Besucher mehr oder weniger attraktiv machen. Öffnen Sie die Indexe im Reiter Tourismus des Almanach und überprüfen Sie sie. Dann tun wir das mal. Wirtschaftstouristenindex. Der ist bei 0. Wir haben eine Unterkunft. Und wir haben drei Attraktionen. Kapazität. Angekommene Touristen 10. Okay. Alles klar. Kapazität ist noch nicht ausgeschöpft, da geht noch was. Momentan sollen uns aber die reichen. Tourismus- und Unterhaltungsgebäude verfügen oft über Arbeitsmodi, um sich auf die Bedienung eines bestimmten Touristentyps zu spezialisieren. Oder die nötige Wohlstandsanforderung zu ändern. Versuchen Sie, Ihre Unterkünfte und Unterhaltungsgebäude anfangs auf ein oder zwei Touristentypen auszurichten. Budgetänderungen erhöhen die Gebühr, die jeder Besucher zu zahlen hat. Touristen zahlen zudem mehr als Einheimische. Sie können das ausnutzen, indem Sie Tropicana über die Checkbox-Einstellungen individueller Unterhaltungsgebäude ausschließen. Okay. Hier die Spielhalle. Dann sollten wir aber das hier ein bisschen hochschrauben, damit die mehr zahlen. Touristen, sie nerven und sind furchtbar gekleidet, aber sie bringen Geld mit, das sie ausgeben wollen, und das macht sie zu unseren Freunden. Okay, vergesst nicht die Touristenhäfen, um sie herzubringen, Touristenunterkünfte, um sie unterzubringen und Touristenfallen, in denen sie ewig Zeit verbringen. Mit Ausländern lässt sich ordentlich Geld verdienen, selbst wenn man es ihnen nicht direkt aus der Tasche stiehlt. Ja, damit wäre dann die Touristenlektion auch abgeschlossen. Und wir können mit dem nächsten Kapitel des Tutorials fortfahren. Aber nachdem wir gerade wieder auf eine Viertelstunde zugehen, würde ich sagen, das Ganze machen wir dann in der nächsten Folge.
Und bis dahin sage ich wie immer danke fürs Zuschauen, macht's gut und ciao, ciao.